So, die alles entscheidende Frage bei diesem Auto ist... du hast jetzt nicht dein Handy in meinen Kaffeebecherhalter getan. So haben wir nicht gewettet, Mann. Passt es oder passt es nicht? Kann sein, dass ich das wieder... Das passt nicht. Warte mal. Leicht so. Yeah. Yes! Da passt dein Kaffeebecher. Der passt exakt da rein. Perfekt. Wie dafür gemacht. Oh, wollen wir noch eine Wasserflasche mitnehmen? Wir machen das, kommt da rein. Das kommt da rein. Erstmal einziehen in das Auto hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Dadurch, dass wir jetzt eine Stunde Zeitverschiebung haben, wenn man morgens rauskommt, ist es tatsächlich auch noch mal hell. Da ist das Meer. Und wir gucken aus dem Schlafzimmer genau dort drauf. Und es ist einfach jeden Morgen wie ein richtig, richtig schönes Geschenk an das eigene Leben, mit so einem Blick aufstehen zu dürfen. Und es gibt noch ein Geschenk heute, verspätetes Geburtstagsgeschenk für mich. Und dafür werden wir nach Larnaca fahren. Die ganze Fahrt am Handy und Stefan sagt, ich bin der Chauffeur und Sekretär. Ich bin also sowas wie, was meinst du? Dann darf ich einen Gedankenaustausch reingeben und danach darf ich wieder fahren. Und haben uns gerade 2 Minuten unterhalten, da hat Katrin wieder das Handy. Ach, ich habe gerade eine Idee. Ich wollte meiner Freundin Imke noch eine Sprachnachricht machen für ein Geburtstagsgeschenk für Mathilda. Und dann, ach so, der Gedanke war da, sofort ans Handy. Hey Imke, ich brauche mal Info. Ja, bla, 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 bla. Und ich denke dann immer so, okay, ich fahre. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen. Hallo, tolle Frau. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung? Dass wir gerade mit dem Auto durch Limassol durchfahren. Larnaca. Ja, jetzt sind wir in Larnaca, aber gleich fahren wir durch Limassol. Du bist in Limassol ans Handy gegangen und hast noch nicht mal gemerkt, dass wir in einer anderen Stadt sind. Doch, doch, das habe ich schon gemerkt. Aber auf dem Rückweg fahren wir durch die größte Stadt. Der Welt? Nein, von Zypern, also ja, wo es die meisten Läden gibt. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt schon hier auf der Ecke bin, was ja auch 2 Stunden Fahrt von uns entfernt ist, nein, nicht ganz, aber dann lohnt sich das schon, das Geburtstagsgeschenk von Mathilda hier zu kaufen. Wir müssen, glaube ich, die Parkuhr hier bezahlen, ne? Pack mal da was rein. Ewigkeit. Oh, warte, jetzt packt ihr das ein. Oh, ich wollte zum Gemüsemann. Zu wem, da hinten Sellerie. Ja, dann gib mir das dann, du gleich uns mal kurz hin. Ab zum Selleriemann. Wait! Sag ihm das doch, Sinomi, Sinomi. Ja. Was kostet das? 30 Lepta ist Minuten. 1,20 Euro für. Ja, aber wir brauchen ja nur 60 Minuten, kannst 60 Cent reintun. Und den da, ne? Den richtigen. Und das ist der und das ist der. Ey, sowas habe ich. Gibt es sowas eigentlich noch in Deutschland? Wo soll ich drücken? Nix. Da läuft jetzt eine Zeit ab. Hä, hey, haben wir keine Uhr, keine Parkuhr? Wie wolltest du schon das mal, hier? Kennst du Telefonzellen noch? Ja, gab's mal, ja. Das ist eine Parkuhr. Nee, du steckst Geld rein und die Parkuhr ist für den Parkplatz. Und die läuft jetzt ab und wenn die abgelaufen ist, kannst du Strafzettel. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Just loving. Jetzt ein kleines Frühstück hier und wir haben ein Café gefunden, ganz witzig, wo überall auf den Tischen drauf stand Laptop-free Table. Und da haben wir gefragt, wo wir arbeiten können. Jetzt sind wir in die obere Etage gegangen. Und die sind richtig so ein Arbeitstresen, geschmackvoll eingerichtet. Jetzt werden wir ein bisschen arbeiten, weil bei Katrin startet jetzt der Inner Circle. Die Frauen kriegen ihre Zugangsdaten. Das ist auch der Grund, warum sie übrigens die ganze Zeit am Handy hängt, weil noch die ganzen Nachrichten, die Gruppen erstellt werden müssen, die Trainerinnen instruiert werden müssen, Zahlungseingänge kontrolliert werden müssen, Verträge und. Und genau, in diesem Sinne arbeiten wir jetzt und danach geht es dann endlich weiter. Du hast einen Fragebutton gemacht, was wir abholen. Wir haben einfach mal 100% Trefferquote. Die Leute kennen uns. Die wissen, dass wir im Mini langsam alle uns auf den Geist gehen. Und dass wir ein größeres Auto brauchen. Jetzt geht's los. Meine Frau hat es geschafft. Die ganze Zeit gearbeitet, Laptop eingepackt, Küche zusammengepackt, Kaffee ausgetrunken oder trinke ja mal Cappuccino. Ich habe die ganzen Inner Circle-Gruppen erstellt, denn heute beginnt eine neue Ära. 33 Frauen haben sich dazu entschieden, ihr Leben komplett zu verändern. Zuckerfrei, alkoholfrei,
und weizenfrei 11 Wochen durchzuziehen. Das ist alleine mal ganz schön schwer, aber in der Gruppe bringt es einfach unfassbar Spaß. Und ich freue mich. Ich freue mich auf diese intensive Zeit. Primera, yes, sir. We are so excited. Neue Auto. Haben wir die Übergabe alles gemacht und ich habe noch die Aufkleber für den Mini, als wir den damals gekauft haben. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Da sind noch so Aufkleber an der Seite, die waren nur nicht rechtzeitig da. Die wollten wir noch dran machen, seit Ewigkeiten haben es nicht geschafft. Jetzt haben wir sie mitgenommen, jetzt müssen wir in Paphos jemanden finden, der das macht, weil wir haben jetzt keine Lust hier in Larnaca noch 2 Stunden zu warten. Katrin, wollen wir los? Jawohl! Sie hängt schon wieder am Handy, schaut euch das an. Wir haben jetzt Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer welches Auto zurückfährt. Du hast verloren. Es ist eigentlich völlig klar, weil der Mini jetzt mir gehört. Aber Stefan, jetzt wo wir ein zweites Auto haben, bitte, bitte, bitte tausch diese Scheibe aus, denn sie sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Weißt du, warum wir sie noch nicht ausgetauscht haben? Weil wir kein zweites Auto hatten. Weil wir kein zweites Auto hatten, um in die Werkstatt zu fahren. Ich wollte keinen Mietwagen nehmen, um in die Werkstatt zu fahren. Aber nun haben wir eins. Jetzt will ich noch mal ganz kurz unser neuestes YouTube-Video hier reinstellen. Mach das. So, Freunde, los geht's. Jetzt aber. Das sieht steig schön in dein aus. Neues Auto ein. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but... Parkt jemand in meiner Garage? Schnupsi? Da müssen wir noch mal drüber reden jetzt. Wie wär's mit Schnick, Schnack, Schnuck oder so? Du bist ja schon wieder am Handy. Achtung. Schnick, Schnack, Schnuck. Jetzt denken die Menschen, ich bin nur an meinem Handy. Schnick, Schnack, Schnuck in der Garage packt diese Woche. Ja? Ja, Stone, Scissor, Rock, ne? Ja, Stone, Scissor, Rock. Okay. Okay, warte, warte. Warte, ich muss erst überlegen, was ich mache, sonst geht das schief. Stone, Scissor, Rock. Yeah! Du hast Glück, dass wir hier nicht Hochsommer haben, denn sonst wird das Lenkrad wird sonst so heiß, dass man das ja gar nicht anfassen kann. Aber jetzt stehst du eh hinter mir und das lohnt sich jetzt. Wenn du mich jetzt verarschen willst, kannst also du sagen, die Woche, heute ist ja Donnerstag, genau, die Woche geht nur bis Freitag. Genau. Boah, wie geil, Digga. Boah, Digga, die Karre ist ja richtig fresh. Das ist, jetzt bist du plötzlich wieder. Warte, ich will meine Schuhe, die sind da noch drin. Ach so, ja, die kannst du gerne hier rausholen. Was das ist jetzt dein Standardplatz da. Hä? Schmeiß runter. Okay. So, die alles entscheidende Frage bei diesem Auto ist. Du hast jetzt nicht dein Handy in meinen Kaffeebecherhalter getan. So haben wir nicht gewettet, Mann. Passt es oder passt es nicht? Kann sein, dass ich das wieder. Das passt nicht. Warte mal. Leicht so. Yeah. Yes! Der passt, Kaffeebecher der passt exakt passt da rein. Perfekt. Wie dafür gemacht. Und da rein. Rein. Erstmal einziehen in das Auto hier. Der hat eine richtig schöne große Scheibe. Ist ja der Mini auch. Nee, der Mini hat so ein ganz kleines Sichtfenster. Der hat eine große. Dein Mini. Mein Mini kriegt bald hat das geile nicht. Aufkleber. Wir müssen echt mal gucken. Das ist Leder hier, ne? Die wir packen. Echtes? Das heißt aber auch, ich möchte hier keine Füße dran sehen, keine Kugelschreiber dran sehen. Mimi. Das Auto doch nicht mehr toll. Du kannst ja bei Mama im Mini mitfahren. Wenn das echtes Leder ist. Wir fahren jetzt mit dem Auto das erste Mal zur Schule. Und Marie, weiß ich nicht, ob Marie das weiß. Aber wir werden nicht aussteigen, um zu gucken, ob sie uns sieht. Warte mal. Du hast uns erkannt. Do you know I'm looking?